Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terminator Resistance. Wir haben jetzt eine Runde geschlafen, ich schätze mal, es wird nichts für uns da sein. Fähigkeiten sollten wir, glaube ich, auch keine mehr haben, irgendwelche Punkte, leider nein. Level 12, damit man die Laserwaffen haben kann, das ist schon etwas, naja. Hier ist nicht so gut, finde ich ganz so gar nicht gut. Aber okay, wir haben ein bisschen was gehandelt. Was haben wir? Wir haben Stoff, wir haben Altmetall, ein bisschen was. Wir haben jede Menge Heilsachen, Munition haben wir auch bis zum Umfallen. Rohrbomben haben wir noch welche. Die zwei nehmen wir aber auf jeden Fall noch mit. Genauso wie die hier. Transaktion beenden. Vielen lieben Dank. Ihr seid einfach nur wieder wach. Euch geht's gut. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Alles klar, dann werden wir wahrscheinlich mal rausgehen, weil ich glaube, werkeln können wir gerade eh nicht wirklich. Hören wir doch mal. Jeff ist nicht hier drin. Schade. Hallöchen, aber ich glaube, du bist vom Widerstand. Private Rivers. Yes, sir. I've got a message from South Division's Field Commander Barron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. The meeting's supposed to take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And, Rivers, because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Barron. Don't expect a warm welcome. Alles gut. Aber schön ist, dass seine Klamotten sich zumindest mal nachgeändert haben. Looks like you're leaving us soon. Aaron wants to join me. What about you? What do you think about enlisting? Me? No. I still have hope I'll get that bus running again. Also, I don't like the attention Skynet's giving you guys. I'd rather stay as far from the line of fire as possible. Patrick, get back here! You better go see what's going on. Natürlich, einfach vom Geschehen ablenken. Alles klar. Jennifer, was ist hier los? Was ist hier los, hm? Hallo? Ah. Is everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger. And now he won't come out, even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! But there's lots of cool stuff in here. You told me it's our job to find stuff for the group. Ah, yeah. Komm. Your sister is right. Get back here. It's too dangerous. All right. I'm coming out. Ich hoffe, er hat was gefunden. What was that all about just now? I've got a meeting with Commander Barron. I'm leaving soon. Okay. I'm going with you. And don't even try to stop me. Are you sure? What's the matter? Don't they let you boys bring dates? Jenny, also, ich glaube, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Ich meine natürlich, Dankeschön, dass du mit dabei bist. Don't worry, kid, she's just worried about you. But she never lets me do anything. That's what older siblings do. They look out for us. Was your brother like that too? Well, not really. Ich habe da noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Eine kleine Sache möchte ich noch kurz gucken. Video. Aus, als auf episch. Filmkörnung. Aus. Ach, so haben wir dann eine klare Ansicht. Aha. Aber Moment. Das ist die Frage. Wollen wir so weit? Weißt du was? Wir haben es eh schon die ganze Zeit zugemacht. Wir machen es auch weiter. Filmkörnung soll es sein. Da greife ich mir dich so an. Moment. Was ist, wenn ich jetzt die Filmkörnung ausmache? Der Sonnenuntergang. Nein, ich möchte, dass wäre es ein alter Film. Ich möchte es einfach, als wäre es ein alter Film. Komm schon. Warum nicht? Lass uns einfach so weitermachen. Ich finde den Filter interessant. Ich finde ihn richtig interessant. Alles klar, dann geht's jetzt auf. Schade, könnte mir keinen Schaden zufügen, das weiß ich. Auf zur U-Bahn-Station. Field Commander Barron erklärt sich einverstanden, sich mit mir auf der Baustelle der U-Bahn-Station zu treffen. Ich werde dir endlich die Nachricht über die Existenz einer neuen Bedrohung überbringen können. Halb Mensch, halb Maschine.
von Skye zu schaffen. Die Frage ist nur, wird sie mir glauben? Sagen wir es mal so, in den Zeiten würde ich mal ziemlich viel glauben, wenn der Tag lang ist, nachdem Skynet ja so quasi eine neue Tötungsmaschine nach der nächsten rauslässt. Würde ich mal behaupten, ist das wirklich eine Sache, da kann man schon dahinter steigen. Looks like we got here first. Is everything all right? You seem a little out of it. Sorry. I probably shouldn't zone out like that with a gun in my hands, huh? Am I making you nervous? Nee, ich wirklich passt eigentlich. No, not really. Well, you should be. Was? I don't have any formal training like you. I never even held a gun until recently. Can I be honest with you? Sure. There's a reason I decided to come here with you. I want to meet Commander Baron myself. They're here. When I heard that Private Rivers of the non-existent Pacific Division wants, no, needs to have a meeting with me, I thought, oh, what a lucky girl I am. But then I started thinking, who is Private Rivers? And why should I treat him as anything other than the deserter he is? So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court-martial and execute you where you stand. This is bullshit. And who do we have here? A brave scavenger? Rivers, do you always bring unauthorized civilians to fight your battles for you? We would have got to you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you! And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Oh je. Durch, das ist nicht nötig. Halt dich da raus, Jennifer. Wir sind für Jennifer, würde ich mal sagen. Ja, komm. Jennifer's right. There's no need for any of that. Yeah. Today is all about Private Rivers. So what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine? What are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? And we didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay, for now keep everything to yourself. I don't want any rumors, especially since you only think you saw something. Skynet's coming. We're not done here yet, Rivers. Take this plasma. You're a resistance soldier. Time to act like one. To your positions! Okay, lieben gerne. Fire at will! Das ist natürlich wesentlich effektiver als alles andere. Ich sollte eigentlich schon nur Hilfe wesentlich besser damit klarkommen. Na komm. Aua. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr auch irgendwas machen? Dankeschön. Heide Witzka war auch. Oh ja, ich seh's. Nichts, was wir nicht irgendwie noch machen können. Moment, wir kommen ja gleich. Wir brauchen erstmal die ganze Munition, die hier rumflackt, von den ganzen zerstörten Dröhnchen hier. Dankeschön. So, Inventar, kriege ich nicht mehr richtig mehr Punkte dafür. Hier. Verbessern, kann ich das irgendwie? Chipsätze, Schaden 14%. Mehr, ich glaube, das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ups, den wollte ich eigentlich behalten. Verbessern kann ich nicht. Warum kann ich das nicht verbessern? Herstellen. Herstellen. Schlüssel knacken. Hacken überleben. Hacken vielleicht? Okay, hätte ja sein können. Waffen.
Gut verwenden, Stufe 3. Oh, das soll ich jetzt nicht machen. Das passt mir wesentlich besser. Du bist auch noch was zu mitnehmen. Ihr habt natürlich bist du was zu mitnehmen. What the fuck? Fall back! Fall back! Eyes on that door! Terminators! Nichts, was wir nicht irgendwie niederwerfen können. Mit ein paar kleinen, sagt es mir. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr mich helfen? Ups, 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 nicht mit mir, nicht mit mir. Nein, 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 nein. Oh, komm, kann ich die nicht mitnehmen? Ich habe meine Gruppe verlassen. Oh, komm schon. Willst du mich verkackeiern? Ich wollte doch nur looten. Mach ich schon, nur keine Panik. Verdammt sagen, ich habe alle anderen oder wie? Oh Mann, Meter. Okay, versuchen wir das Ganze noch einmal. Wir müssen uns also beeilen. Okay, habe verstanden. Habe verstanden, aber ich möchte auf jeden Fall so viel wie möglich mitnehmen, wenn schon, denn schon. Macht nichts, macht nicht, macht nichts. Ich wollte gerade sagen, hupperle. Mal kurz ein bisschen hochheim mit ein paar Medikits. Die können das schon abhaben. Darf ich nochmal machen? Ich darf nochmal machen, okay. Und vor, dass wir zumindest ein leichtes Gewehr haben. Das hat man nämlich ernsthafte Probleme. Oh, no, it's not. Oh Gott, 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 Gott. So. Alle mitnehmen. Hulalalala. Okay, deswegen dürfen wir nicht zurück. Ups, wo? Schon gesehen, schon gesehen. Hoppale. Tut ganz schön weh, muss ich sagen. Mit ganz schön weh meine ich richtig weh sogar. Wo? Kritischer Treffer auf den Kopf. Oje, 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 oje. Oje, Pop-Pop, die hab's auf mich abgesehen. Definitiv auf mich abgesehen. Zwei Zellen noch. Können wir denn. Wupp, wupp, wupp. Jennifer, dankeschön. Dorfetzen, dankeschön. Oje. Okay, das war jetzt nicht so gut. Da muss ich mich so kurz ein bisschen hochheilen. Das Schöne ist, ich habe ja Kollegen. Hüstlichen. Die ja auch was machen könnten mal. Sagen, der mit der AK. Nein, 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 nein. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Kann ich denn irgendwie das hier öffnen? Yep, kann ich, okay. Na komm. Drauf gehen. Du auch drauf gehen. Ja, ja, gleich, gleich, gleich. Ich wollte gerade sagen, einfach alles mal durchwüsten und durchwühlen. Haben wir noch irgendwo was? Da oben ist noch was. Okay. Da oben ist noch was. Mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Und immer schön bei der Gruppe, wenn man so ein bisschen ausschaut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber nicht so weit vorhin. Nicht so weit vorhin. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja, gefährliche Terminator. Okay, das war super. Das war mehr als super. Du bist auch hinüber. Kann man den vielleicht noch? Kann man euch noch ein bisschen ausrauben?
Nein. Oh Mist, ernsthaft? Neustart vom nächsten Checkpoint. Okay. Ich habe verstanden. Haar, um sich zu heilen. Okay. Don't let it get near you. More Terminators. How many? I count three. Schau mal. Einer, noch mal einer. One less. More incoming. Keep your position. Weg mit dir. Weiß, dein Gesicht ist böse. Na komm, weg mit dir. Dankeschön dafür. Ja, nur keine Panik. Keine Panik. Kriegen wir es irgendwie hin. Hoppale, hab schon gesehen, so geschehen. Hoppale. Ich wollte gerade sagen, weg mit dir und weg mit dir. Na, vielleicht kriegt man da sogar noch ein Pulsei raus. Yep, bekommen wir sogar noch. Okay. Haben wir irgendwas hier noch? Yep, da haben wir noch was. Das hier haben wir noch. Können wir noch irgendwas mitnehmen im Inventar zum Verkaufen? Nein. Ah, deswegen geht's nicht. Okay. Deswegen geht das Ganze gerade gar nicht. Ja. Moment, erstmal muss ich noch die ganze Munition hier mitnehmen, weil ich bin ja so quasi der Held und ihr macht irgendwie so gut wie gar nichts. Hoppale. Ihr seid hoffentlich noch da. Ihr seid noch da, okay, weil ich würde ja liebend gerne, genau, die alle noch mitnehmen, weil wenn wir mal irgendwo eine Werkbank bekommen, kann ich nämlich dann quasi alles nachbauen. Das ist nur Jo-Hilfe. Was zum Kuckuck treibt ihr denn hier bitte? Habt ihr noch irgendwas hier? Nein, ja und ja nicht, okay. Ja, oh Gott. Ich wollte sagen, was war das jetzt? This was an ambush. They knew we were coming. How did they know? With the annihilation line getting closer, they must have eavesdropped on our conversation. We're on their radar now. God damn it! They were waiting for us. We're surrounded. Oh. Take positions. Ich wollte gerade sagen, nicht lange, nicht lange. Au. I got this. Das tut weh. Alles gut. Ich habe genug Minikits. Zum Glück habe ich 5000 Stück davon. Gar nicht wahr. Komm schon, ein paar kritische Treffer ins Gesicht. Nummer 1 ist schon mal weg. Ich bin zwar fast, aber macht nichts. Anscheinend scheiß drauf. Anscheinend scheint es nicht so wichtig zu sein. Wenn wir ein, zwei hier übersehen quasi. Hey, die Witzka. Watch out! Take cover! Was zum... Hilfe. We need to help him! He's dead. You want to help someone? Help yourself and take his rifle. Richtig. Ist glaub besser so, bevor sie gar nichts macht. Vier aus dem Gebiet. Oh je. Haben wir noch was? Hoppale. So, das sollte mir jetzt ein bisschen was gegeben haben. Sagen. Weg mit euch. Moment. Wenn wir noch Altmetall bekommen können, nehmen wir das natürlich locker mit. Gehe ich von hier. Okay, ich bin bereit. Haben wir alle dabei?
Clever, du bist auch mit dabei. Wunderbar. Okay. It's clear. Go! Sicher? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Immer noch, dass wir gleich Probleme bekommen werden. Massive Probleme sogar. Aber zumindest haben wir unser erstes Gewehr. Die wir die Terminator niedermetzeln können. Auch wenn es leider nicht die Waffe ist. We're getting close. Finde ich gut. Nur, man muss nur wissen, wohin. Oh, was? Moment, halt, ernsthaft? Das ist die Checkpoint-Folge, definitiv. Okay, noch einmal. Diesmal schaffen wir es auf jeden Fall. Ich glaube an uns. We're getting close. Hüpfen wir da einmal rein. Genau diesbezüglich. Oh Mist. Das war jetzt aber eine Cutscene, oder? Gut, das war eine Cutscene. Das will ich nämlich sagen. Okay, wir haben ein Problem. Huhuhu, nicht mit mir. Nicht mit mir. Nein, 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 nein. Ihr seid zu schnell. Ich bin direkt hinter euch, aber ihr seid trotzdem viel zu schnell. Okay. Ei, das sind Schmerzen. Ich versuche mein Bestes. Autsch. Okay, anscheinend war er doch noch am Leben. Wie geht's meiner Gesundheit? Geht's dir gut? Ja, Moment, ich brauche kurz noch ein paar Blutdruckspritzen. Und oh je. Okay, was soll's, was soll's. Autsch, ja, das war eine Handgranate. Ich wollte hart drücken. Oh, das ist ein Fail. Das ist ein megamäßiger Fail hier gerade, okay. We'll cover you. Get out of there. So, zack. Das sagen, Junge. Lass mich hier in Ruhe. Wo ist der andere Terminator? Zum Glück direkt ums Eck rum, sodass er mir nichts anhaben kann. Jetzt nur mal keine Panik, Gutste. Nur mal keine Panik. Wie viel habe ich denn überhaupt noch übrig? 9 Packs. Das ist definitiv nicht viel. Das ist sowas von nicht viel. Finden wir vielleicht noch irgendwas hier rumliegen? Ich meine, wäre doch schön, noch ein paar Minipacks hier zu haben. So viel zum Thema. Ha, ja, ich brauche sie ja eh nachher nicht. Ja, ich brauche sie mehr als genug. Sektor Tor Nummer 2. Okay. So. Thank God you're okay. Save that for later. We're not safe yet. We need to get the hell out of here. Where to? The shelter. Oh je, nicht mit mir, nicht mit mir. Nein. Rennt zum Versteck, das hat so keinen Wert sonst. Wow. Kannst du mich auch nicht mehr zurücksetzen, ich wollte. Oh je, der Witzka. Wir haben es geschafft, nach so vielen Toten. Oh mein Gott, zu fürchtig Widerstands. Ich konnte Commander Baron meine Nachricht überbringen. Doch Skynet wartet bereits auf uns. Da sich die Vernichtungslinie immer weiter nähert, genießen wir nichts mehr, den Durchzug uns unerkannt bewegen zu können. Wir hätten keine andere Wahl, als zur Zuflucht des Widerstands zu laufen. Basis Hauptquartier. I'm sorry about before. And I'm sorry about your soldiers. No need for that. You'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much. Machines don't do that. If we want to destroy them, neither can we. Rivers, since Pacific Division no longer exists, you will now answer to me. That makes you a part of TechCom.
Congratulations. No more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here, we go out there and meet the enemy face on. Okay, habe ich nichts dagegen. This is it. Resistance Shelter South Division. Baron, DN38217. Commander. There with me. Schönes Autochen. Da bin ich Bucky. Where's my husband? They're dead. No, you. Over here is our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. And here's Alvin, residing chief Egghead. I prefer laboratory director. Like I said, Egghead. He supplies all TechCom units with weapon modifications. Everything looks well organized. It is. Everyone pulls their weight here. If someone doesn't, we become weak. And you can probably imagine where I stand on being weak. I'll get right to it. There's a reason I decided to meet you. We intercepted some interesting data. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. See, John Connor, the leader of the Resistance, is number one on that list. Then, there's me. I know, I'm flattered. Every day, we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number three? That infiltrator said something about me being marked for termination. Huh. Interesting. I'll have to have a word with Connor about that. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel, so we know what we're up against. Sounds dangerous. It will be. Check with Alvin before you go. He'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. Aber ich hätte gedacht, ich wäre was Besonderes in diesem Spiel. Civilians don't need to know about what happened out there. Ah, alles klar. Boss. So quasi. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Machen wir natürlich das einzig Wahre. Wir schnüffeln hier rum. Ja, siehst du mal. Und schon kann man nämlich hier auch was finden, wenn man nur möchte. Stoff gefunden. Oh, Hallöchen. Ich glaube, das wird später noch wichtig werden. So richtig wichtig sogar. Ah, Hallöchen. Haha. Okay, ich habe mir Orientierung verloren. Da lang. Ich bin wieder bei ihr gelandet. Macht nichts. Ich liebe es, rumzukraxeln. Okay, gucken wir nochmal. Können wir irgendwas Interessantes hier rausbekommen? Soldat. Soldat mit dem Namen Soldaten passt. Ich glaube, damit kann ich mich gut anfreunden. Sollen wir mal gucken. Jetzt nach da hinten irgendwo noch hin? Oder ist dann hier so quasi Endstation, weil hier einfach nichts mehr weitergeht? Gesperrt, Sektion B. Okay, die kommt wahrscheinlich später. Die kommt wahrscheinlich hier. Die müssen wir uns erstmal verdienen, die Sektion hier hinten. Essen haben sie auch bis zum Umfallen. Da ist nichts. Haben wir hier irgendwas? Nein. Auch schon natürlich. Das erste, was ich machen möchte, ist zu schauen. Hallo, Wache. Nichts Unauffälliges hier. Alles gut soweit. Wie viel haben wir denn von denen hier? Im Besitz 14 Stück, im Besitz 0. Mein Rucksack ist voll, ach so, ich muss handeln. Ich muss ein bisschen was zu handeln finden. Hey, it's a Pacific Division Uniform. He's a long way from home. Das stimmt. Ich hoffe, kann ich irgendwie mit dir reden? Gerade gar nicht, okay. Dann bist du wahrscheinlich mein nächster Anlaufpunkt, so wie das Ganze aussieht hier. Hallöchen, aber auch Eierkopf. I hear you have something for me. I do. Commander Baron wanted me to show you how to customize your weapons.
something I've been working on for some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40-watt range. However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the Quartermaster. I believe he has something for you as well. Alles klar, Waffenverbesserung. Plasmawaffen können mit Skynet-Chips verbessert werden. Öffne das Inventar, wähle Plasma aus und drücke auf Verbessern. Indem du drei Endes hast, mit einer jedes Chip-Ende muss auf... Jedes Chip-Ende muss auf beiden Seiten mit dem angrenzenden Chip übereinstimmen. Das heißt, dieses Symbol ist dann links und rechts wichtig, damit es funktioniert. Okay. Das machen wir. Haben wir nächste Aufnahmerunde. Denn ich... Hatte ich ihn aber auch. Einen kleinen Krabbel hier. Denn die halbe Stunde ist Pi mal Daumen rum. Aber danach werden wir es schaffen, unsere Sachen zu verbessern und auch weiter in der Story zu kommen. Bis dahin hoffe ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüss zusammen.